Meinst du echt, dass der Run vorbei ist für Bitcoin? Ich glaube ja wirklich, dass wegen den Wahlen ist. Ja, mein Lieber, es kann natürlich sein, ne? Es sind halt einige Dinge erfüllt, wo die mir sagen, passt lieber auf. Weil darüber redet so gut wie keiner. Schaut euch den Total Altcoin Market Cap an, Leute. Schaut euch das Ding mal an. Das ist der 2017er Hoch und das Tief danach. Wir haben schon eine Vervierfachung gehabt. Also die höchste Fibonacci Retracement Niveau sind schon erreicht. Es kann natürlich sein, dass wir den Blow off Top haben. Der wird aber meines Erachtens nach jetzt passieren, wenn die Rotation stattfindet. Denn wenn die Gewinne von Bitcoin in die Altcoins fließen, werden die Dinger so durch die Decke gehen. Und das ist halt das Ding, warum viele nicht verstehen, dass der Market Cap, den wir uns hier gerade angucken, dass der keinen wirklichen Sinn macht. Der ist gesteuert durch Angebot und Nachfrage. Und da noch nicht so viel Geld da drin ist, gehen die Preise exorbitant hoch, wenn man starke Einkäufe macht. Und tatsächlich ist dann gar nicht so viel Geld im Markt. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es Morgan Stanley Bank war oder war das JP Morgan Bank. Und ich versuche diesen Artikel zu finden und ich finde ihn einfach nicht. Haben die das einfach rausgenommen, damit die Leute das nicht mehr verstehen oder sowas? Dort wurde gezeigt oder dort wurde niedergeschrieben, dass sie durch ihre Recherche herausgefunden haben, dass wahrhaftig wahrscheinlich nur ein Sechstel von dem Geld, was hier beim Total Altcoin Market Cap angezeigt wird, im Markt ist. Weil halt, überlegt euch mal, warum passiert das so extrem? Wenn ein Wal oder wenn ein Wal, die Miner sind ja auch schon Wale geworden, wenn so ein F2-Pool anfängt zu dumpen, warum kann eine solche Entität so einen riesen Preissturz verursachen, dass die ganzen Stop-Losses von anderen Walen und von mehreren größeren Tradern ausgelöst werden? Wie geht das? Da müsst du doch eigentlich unnormal höhere Summen reinstecken, damit sowas passieren kann. Ist aber nicht so. Weil nicht so viel Geld in diesen Markt drin steckt. Aber jetzt, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Dieses Market Cap Ding, da könnte ich mich echt wieder drüber aufregen. Ich krieg da so einen Hals, ne? Weil die meisten das einfach nicht verstehen. Die verstehen nicht, wie das genau berechnet wird. Ja, Circulating Supply mal der aktuelle Preis. Ich weiß. Das meine ich nicht, dass man sich das anguckt und sagt, ich weiß ganz genau, wie das berechnet wird. Wenn man nicht so faul ist, ein bisschen nachrecherchiert und herausfindet, woher das überhaupt kommt, diese Market Cap, diese gesamte Marktkapitalisierung, dieser Total Altcoin Market Cap und wie das berechnet wird, dann versteht man auch, dass man das hier bei den Kryptos noch nicht so anwenden kann. Aber die Gesamtmarktkapitalisierung hat hier den höchsten Fibonacci Retracement Niveau erreicht. Oftmals ist es so, dass wir noch einen kleinen Blow-off-Top haben. Und ich glaube, dieser Blow-off-Top wird kommen, wenn die Rotation stattfindet und die Altcoins alle anfangen werden auszurasten, beziehungsweise ihr wisst, was ich mit alle meine, die kann man wahrscheinlich auf die 100 beschränken, nicht jetzt die Top 100, sondern ungefähr auf 100 Coins kann man das wahrscheinlich beschränken. Und das sind ich rede von den Legit-Projekten. Aber auch viele Pupu-Projekte werden wahrscheinlich gepumpt werden, weil sie da einfach Millionen von Prozenten auf einmal verursachen können, weil da irgendwas mit, was weiß ich, 90.000 Market Cap ist. Wenn da ein Wal einfach mal 5 Millionen reinpumpt, ja, was passiert dann mit dem Preis, ne? Ja, das ist mir aber ein spekulatives Glücksspiel, darauf will ich gar nicht eingehen. Das bedenken viele nicht. Die gucken sich das an, ja, Bitcoin macht sowieso neu, es ist egal. Alle Gegebenheiten, die wir vorher hatten, lassen wir mal weg. Uns ist egal, ob der Total Altcoin Market Cap jetzt durch die Decke gegangen ist. Bitcoin macht komplett neue All-Time-Highs, okay? Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wenn wir Bitcoin selbst betrachten, das war nicht der Chart, so, wenn wir Bitcoin selbst betrachten und mal schauen, was Bitcoin gemacht hat. Swing High, Swing Low. Wir sind kurz vor der höchsten Fibonacci Retracement. Wir haben die 3,618 schon überschritten, wie wir hier sehen können. Na, ich mache das Ganze mal ein bisschen näher dran, dann müssen wir nicht so weit kicken hier.
Jetzt habe ich natürlich den Boden ein bisschen versetzt. Gehen wir mal nochmal da drauf. So. Oh, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Wir sind zwar runtergewickt unter die 2,618, aber wir halten uns jetzt stetig. Testen wir jetzt die letzten 2 Tage zwar an, aber wir halten uns genau bei der 2,618 Fibonacci-Retracement, was sehr interessant ist. Aber schaut mal, wir sind hier oben, haben wir einen schönen, schönen Einstieg gehabt in die 3,618, runtergewickt, haben den als Resistance gehabt, noch einmal drüber, ein Blow-off-Top über die 3,618. Haben die höchste Fibonacci-Retracement von 4,236 nicht erreicht und sind jetzt hier eingeknickt. Kann da sein, dass wir da nochmal hochgehen, den antesten, welcher Bereich wäre das? Das wären die 72.000 noch was. Also wenn, dann geht der, meines Erachtens nach, sollte der Bullrun weitergehen, wird der da nicht aufhören. Meistens hat Bitcoin einen extremen Blow-off-Top, der geht dann höher, der wird dann wahrscheinlich hier in die 85.000er Bereich reingehen, zwischen 80, 85, 5. Ich habe ja gesagt gehabt, dass ich erwarte, dass Bitcoin zwischen 75 und 85 gehen wird. Mit dieser Korrektur, die er gemacht hat, hat er meines Erachtens nach einen Strich durch die Rechnung gezogen, weil das einer der Indikatoren war, worauf wir achten wollten, wenn wir in die Preisbereiche kommen, die wir vorbestimmt hatten. Aber hey, sollte das Ding noch weitergehen, glaube ich, wird es einen Blow-off-Top geben. Also er wird hier nicht aufhören bei der letzten Fibonacci-Retracement, weil das untypisch für Bitcoin ist. Meistens hat Bitcoin einen starken Blow-off-Top, wenn das passiert. Wenn wir uns mal angucken, was der hier gemacht hat nach dem 2013er Bullrun, wenn wir sie klassisch ziehen, sind wir noch lange nicht in die höchste Fibonacci-Retracement gekommen damit mit Bitcoin. Da hat er schon hier bei der Korrekturphase aufgehört gehabt. Übrigens, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber einer hat auch damit argumentiert gehabt. Der hat gesagt, pass mal auf, wir befinden uns jetzt gerade in dieser Korrektur und Bitcoin hat da sein Fibonacci Retracements erreicht gehabt, wenn man sie klassisch zieht. Und das steht uns noch bevor. Da sagen so einige, die sagen dann hier, ich ziehe die Fibs dann hier jetzt auch und schaut mal, dieser Korrekturbereich, bei dem wir uns jetzt hier befinden, mit diesen zwei Höckern, ist ähnlich wie das, was wir hier gemacht haben mit den zwei Höckern. Und jetzt steht uns dieser Run hier vor. Persönlich glaube ich das nicht, wie gesagt, aber wir schauen mal. Wenn man jetzt den Tiefpunkt der Fibonaccis hier komplett setzt, dann sieht man, dass man da genau auf die höchste Fibonacci-Retracement-Ebene kommt und einen kleinen Blow-off-Top auf jeden Fall hat, dass man da ein kleines bisschen drüber schießt. Wenn wir das jetzt machen würden, falls Leute fragen, was kommt dann, da kommen wir auf 300.000. Also wenn wir den 2017er Bullrun als absolutes Tief nehmen und das so definieren, dann kommen wir auf einen Bitcoin-Preis von 300.000 bei der höchsten Fibonacci-Retracement-Ebene. Ich zeige euch das eben mal kurz, für die, die nicht verstehen, was ich da mal gemacht habe. Wenn wir den Tiefpunkt jetzt so setzen würden, dass der Tiefpunkt bis zu dem 23,6%igen Fibonacci-Retracement, wenn das hier das jetzt wäre, wo würden wir da hinkommen? Dann würden wir uns jetzt sogar, hey, das macht sogar richtig Sinn, dann hätten wir jetzt hier den Fibonacci-Retracement von 78,6 einmal angetestet, zweimal angetestet, drüber gekommen, was ein sehr positives Zeichen dann wäre, haben hier dann runter korrigiert und halten uns jetzt gerade über der 61,8 über den Golden Ratio auf. Das macht gerade richtig viel Sinn, ne? Ungelogen, wenn man sich das so betrachtet, denkt man sich, ey, der geht wirklich auf 300.000. Und dann würde Bitcoin hier irgendwo auf die 300.000 kommen, wenn er die höchste Fibonacci-Retracements erreichen würde, was ich für unmöglich für diesen Bullrun halte. Aber hey, was ist schon unmöglich, wenn man sich mit Kryptos beschäftigt, ne? Aber wie gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden hier in diesen Bereichen zwischen der 61.000 und der 63.000, ich denke mal, hier wird der dritte Indikator, der vierte, schrägstrich fünfte Indikator erfüllt, dass wir da einen Abfall der Bitcoin-Dominanz haben werden, die Altcoins einen richtigen Schub bekommen werden, neue All-Time-Highs setzen, richtig durch die Decke gehen, wir irgendwo auf dem Mond landen und von da aus dann die Reise zurück auf die Erde beginnen werden. Und ich glaube, das wird dann das Ende dieses Bullruns sein. Weil viele sagen, so eine Bewegung hatten wir nicht. So eine ähnliche Bewegung hatten wir 2013. Also Will Clemente, Willy Wu oder Plan B. Einer von denen hat auch so einen Charts gezeigt gehabt und ich persönlich finde, dass das 2013 sowas Ähnliches war. Was ich damit meine, ist Folgendes.
Damit meine ich jetzt nicht, dass wir die Korrektur, hier diese 40%ige Korrektur haben, worauf wir warten. Wir warten ja auf diese, der hat hier sogar eine 50%ige Korrektur hingelegt gehabt. 2017 war es eine 40%ige Korrektur. Und danach Retracement auf die 70,2 Fibonaccis hatten. Schaut mal da, wo sind wir hin? Auf die 70,2 und dann runter in den Bärenmarkt. Aber was ist da passiert? Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben einmal hier oben All-Time-High gebildet, runter korrigiert, starke, starke Korrektur nach unten gesehen gehabt. Wie weit ging das da runter? 30%, ich bin ein bisschen weiter runtergekommen. 30% runter korrigiert und dann steilen Anstieg. Und dann kam diese Korrektur, von der wir reden, worauf wir warten, wo dann die Altcoins ausgerastet sind. Schaut euch mal diesen oberen Bereich an. Das war zwar in einer wesentlich kürzeren Zeitspanne, als das passiert ist, aber letztendlich ist es ähnlich wie das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben die Spitze zweimal angetestet, hier sogar eine neue Spitze gesetzt, haben jetzt diese fast 40%ige Korrektur und jetzt haben wir diesen Anstieg nach oben. Gucken wir mal. Wenn wir hier nach Bitstamp gehen, haben wir die 40% fast erreicht. Wenn wir nach CoinMarketCap gehen, BTC, wenn wir nach CoinMarketCap hier gehen, haben wir nur eine 32%ige Korrektur. Das heißt, wenn wir nach CoinMarketCap-Chart gehen, hat sich unser Indikator noch nicht erfüllt, weil wir gesagt haben, wir wollen mindestens diese 40% sehen. Eigentlich hat sich das bei Bitstamp auch nicht erfüllt, weil wir da nur 39% haben. Aber wie ihr wisst, ist das nicht immer so genau mit diesen Zahlen, die man da angibt. Ne? Das kann immer wieder ein bisschen fluktuieren. Wie gesagt, ne? Wenn man hier den Durchschnitt der 30 größten Exchanges nimmt, dann sind wir hier bei 32%. Wenn man eine einzelne Exchange nimmt, dann sind wir hier bei 39%. Ihr versteht, was ich meine. Es ist sehr, sehr schwer, genau dann zu pinnen, zu sagen, ja, das sind die 40 oder 39. Da darf man dann nicht so kleinlich sein. Darum ist das für mich, hat sich der Indikator für mich erfüllt. Aber gut. Letztendlich, hey, juckt mich das jetzt großartig? Sollte das jetzt nicht passieren und das Ding geht durch die Decke und es bildet neue All-Time-Highs, ja, dann erfüllt sich halt unser letzter Indikator erst, wenn wir einen neuen All-Time-High bei Bitcoin gesetzt haben. Wo ist das Problem? Ich verstehe da nicht, dass dann einige dann kommen und sagen, du hast es gesagt, es ist nicht passiert. Ja, und? Ja, dann ist es nicht passiert. Für uns ist viel wichtiger, dass unsere Indikatoren erfüllt werden, unsere 4 bis 5 Indikatoren erfüllt werden. Weil das zeigt uns dann, wann wir aussteigen sollen. Das ist ja unsere Ausgangsstrategie. Und wenn sich das erst erfüllt, wenn Bitcoin einen neuen All-Time-High setzt, ja, dann ist das so. Ja, dann cashen wir erst dann aus. Wo ist das Problem? Das ist das Wichtigere. Da sollte man viel stärker den Augenmerk drauflegen, auf seine Exit-Strategie, statt das, was man glaubt. Weil ich kann hier so vieles glauben. Ich kann auch anfangen mit meinem Bauchgefühl. Ich fühle, dass das so kommt. Oder ich fühle, dass dies so kommt. Gefühle kann man da lassen, was weiß ich, wo man sie braucht, hat hier nichts zu suchen in diesem Markt. Da setzt man sich Indikatoren, da macht man sich Ausgangsstrategien, damit man die Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholt. Dementsprechend, Leute, entspannt bleiben und auf die richtigen Indikatoren warten, auf die Exit-Strategie, die ihr euch gesetzt habt, die wir uns beziehungsweise auch gesetzt haben. Und wenn diese Exit-Strategie erfüllt wird, anhand der 4/5 Indikatoren, die wir gesetzt haben, dann gehen wir raus. Fertig. Ganz einfach.